Also hallo und vielen Dank für die Einladung und somit die Gelegenheit, hier vor diesem interdisziplinären Publikum sprechen zu dürfen. Das Thema meines Vortrags ist, wie Sie schon der ersten Folie entnehmen können, Wahrheit und Ethik. Speziell möchte ich heute der Frage nachgehen, welche Rolle der Begriff bzw. das Konzept Wahrheit in der Ethik, das heißt in unseren ethischen Theorien, spielt. Wahrheit in der Ethik. Die philosophische Ecke, aus der ich komme und die mir die Konzepte und gleichsam die Sprache liefert, mit der ich mich Problemen nähere, nennt sich analytische Metaethik. Sie werden sehen, das wird ein bisschen abweichen von dem, was Sie bisher heute schon gehört haben. Das heißt, neben, wie von Herrn Gross schon erwähnt worden ist, dem Wiedererstarken des Realismus in der Erkenntnistheorie, gibt es einen weiteren Hort des Realismus, nämlich die Metaethik, in der metaphysische und realistische Theorien gerade wieder ganz groß am Kommen sind. Und in diese Welt werde ich Sie jetzt für kurze Zeit mitnehmen. Wenn ich sage, ich komme aus der analytischen Metaethik, beziehungsweise das ist meine Herangehensweise, dann ist das deshalb wichtig, weil das gleichsam bedeutet, dass wenn ich die Frage stelle, was die Wahrheit in der Ethik bedeutet, das für mich heißt, was bedeutet oder welchen Stellenwert wird dem, was analytische Metaethikerinnen unter Wahrheit verstehen, in der analytischen Systematik ethischer Theorien zugebilligt? Was ist aber Metaethik? Was soll man sich darunter vorstellen? Metaethik wird als deskriptive Theorie verstanden, die im Wesentlichen die Frage zu klären versucht, was genau wir tun und was wir meinen, wenn wir moralische Urteile fällen. Die grundlegende Frage der Metaethik zerfällt in vier Bereiche: semantische Fragen über die Bedeutung moralischer Ausdrücke, metaphysische Fragen über die Wahrheitsfähigkeit und die Wahrmacher moralischer Urteile, erkenntnistheoretische Fragen und motivationale Fragen über den Zusammenhang zwischen moralischen Urteilen und Handlungsmotivation. Der Aspekt, der uns heute besonders interessieren wird, ist jener, ob und inwiefern moralische Urteile wahrheitswertfähig sind, beziehungsweise ob moralische Urteile also wahr oder falsch sein können. Wahrheit wird in der Metaethik üblicherweise korrespondenztheoretisch verstanden. Es handelt sich um einen sehr einfachen korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriff, der in etwa die Form hat: Der Satz ist dann wahr, wenn er mit den Tatsachen korrespondiert, wenn er mit ihnen einstimmt, wenn er mit dem übereinstimmt, was wirklich der Fall ist. Das heißt, wenn hier von Wahrheit geredet wird, ist es eine These der Art: Der Satz, in diesem Raum steht ein Pult, ist genau dann wahr, wenn in diesem Raum ein Pult steht. Eine Einigung auf diese Definition von Wahrheit erklärt allerdings noch nicht, wie wir erkennen können, ob tatsächlich Wahrheit vorliegt. Dass das eigentlich spannende Problem ist, haben die meisten Wahrheitstheoretikerinnen bemerkt und daraufhin, wie heute auch schon erwähnt worden ist, die buntesten Theorien entwickelt zu Kriterien, wie man Wahrheit feststellen kann. Die werden uns heute aber nicht besonders interessieren, sondern interessant ist es, dass sich diese Einigkeit herausgebildet hat im Rahmen der analytischen Metaethik, dass Wahrheit korrespondenztheoretisch definiert werden kann. Und jetzt würde ich vorschlagen, Sie überlegen sich selbst. Glauben Sie, dass ein Satz wie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, ist moralisch falsch? Ist dieser Satz gleichermaßen wahr oder falsch, wahrheitswertfähig, wie der Satz über das Pult vorhin? Kann ich herausfinden, ob dieser Satz wahr oder falsch ist? Was ist, wenn sich zwei Menschen darüber uneinig sind, über die Legitimität von Schwangerschaftsabbrüchen? Hat dann die eine Diskussionsteilnehmerin die Wahrheit erkannt und die andere irrt sich lediglich? Zu diesen Fragen gibt es sehr unterschiedliche Intuitionen. In der Metaethik wird versucht, all diese unterschiedlichen Intuitionen, die man auf diese Fragen haben kann, in zwei Bereiche einzuteilen. Wenn Sie, der oder die Sie jetzt gerade überlegt haben, dazu tendiert haben, diese von mir eben gestellten Fragen mit Ja zu beantworten, dann sind Sie Kognitivistin.
Wenn Sie allerdings eher zu Nein tendiert haben, also es eher abgelehnt haben, dann ist Ihnen die Theorie des Non-Kognitivismus sympathisch. Die Auffassung, dass es sich dabei um eine Dichotomie handelt, also dass alle ethischen Theorien entweder kognitivistisch oder non-kognitivistisch sind und nicht beides und nicht keines davon, ist so verbreitet, dass es sich sowohl in Einführungswerken zur Metaethik wie bei Titus Stahl über Reader zur zeitgenössischen Metaethik wie bei Alexander Miller, über Nachschlagewerke, Lexika wie dem UTP-Wörterbuch oder auch Wikipedia findet. Man hat also den Eindruck, wenn man sich für Ethik interessiert, für Metaethik interessiert, dann muss man sich zuallererst die Frage stellen, will ich Kognitivistin oder will ich Non-Kognitivistin sein? Was aber genau soll ich verstehen unter Kognitivismus und Non-Kognitivismus? Kognitivismus ist die Auffassung, dass Wahrheit in der Ethik eine sehr zentrale Rolle spielt. Kognitivismus ist natürlich ein Sammelbegriff, der viele einzelne Theorien unter sich vereint. All diese Theorien haben jedoch laut Kognitivismus folgende drei Punkte gemeinsam. Erstens, sie gehen davon aus, dass moralische Urteile kognitiven Gehalt haben. Das heißt, dass moralische Urteile Überzeugungen zum Ausdruck bringen. Zweitens, gehen sie davon aus, dass moralische Urteile ihres Erachtens wahrheitswertfähig sind. Das heißt, dass ein moralisches Urteil eben entweder wahr oder aber falsch ist. Und drittens gehen sie davon aus, dass man Wissen vom Moralischen, vom Ethischen haben kann. Das heißt, dass man Ethik als wissenschaftliche Disziplin betrachten kann. Es gibt nun vor allem zwei gute Gründe, die für einen Kognitivismus in der Metaethik sprechen. Der erste gute Grund ist das, was oft bezeichnet wird als moralische Urteile oder Sätze. Moralische Sätze haben eine wahrheitsfunktionale Oberflächenstruktur. Was heißt das? Das heißt, sie funktionieren auf grammatikalischer Ebene gleich wie all unsere anderen Behauptungssätze. Der Satz, das Quälen dieser Katze ist falsch, ist strukturell gleich mit dem Satz, das Fell dieser Katze ist schwarz. Wenn wir also manche Behauptungssätze auch wirklich als Behauptungen meinen, ist es naheliegend, dass gleich funktionierende Sätze auch die gleiche Funktion ausüben, also auch als Behauptung gemeint sind. Ein zweites Argument, das dafür spricht, das ist nicht in dem Sinne ein Argument, muss man wahrscheinlich sagen, aber sowas wie ein Indiz, ist, dass sehr viele Menschen, sehr viele kluge Menschen sich über sehr viele Jahrhunderte darüber einig waren, dass moralische Urteile wahrheitswertfähig sind. Die Wahrheit moralischer Urteile kann aus mehreren Dingen abgeleitet werden. Sehr prominent natürlich ist es, die Wahrheit der Moral aus religiösen Wahrheiten abzuleiten. Jedenfalls nicht nur die Idee, dass moralische Urteile wahrheitswertfähig sind, sondern vor allem auch die ganze argumentative Arbeit und Praxis, die viele Philosophinnen und Philosophinnen in die Entwicklung moralischer und ethischer Theorien investiert haben, spricht zumindest dafür, dass wir sehr gute Gründe haben sollten, wenn wir uns so weit von dieser Auffassung entfernen. Auch im Alltag, in unserer alltäglichen argumentativen Praxis gehen wir derart vor. Es gibt allerdings, wie bei den meisten Dingen in der Philosophie, auch einen Haufen Argumente, die dagegen sprechen. Die namhaftesten möchte ich hier erwähnen. Drei davon habe ich John Mackey entwendet oder ausgeborgt zurzeit. Das erste ist das der absonderlichen Tatsachen. Wenn wir nämlich der auf Anhieb vielleicht sympathisch wirkenden Idee, dass moralische Urteile irgendwie wahr sein können oder dass zumindest die anderen, die fundamental was anderes sagen, wie wir falsch liegen, muss man sich allerdings überlegen, wie soll man sich diese Korrespondenz vorstellen? Womit korrespondieren wahre moralische Urteile? Das müsste eine Art Tatsachen sein, sie müssen, wie die genau gegeben sein müssen, da
gibt es eben in der Literatur einiges, was man dazu lesen kann, vor allem bei Mackie. Jedenfalls müssten sie absonderlich sein. Sie müssten zum Beispiel Eigenschaften haben, die wir von sonst keinen Tatsachen kennen, nämlich sie müssten zum Beispiel normativ sein. Wir müssten eine Diskontinuität im Reich der Tatsachen einführen und das tun wir nicht gern. Außerdem bleibt die Frage offen, wie wir Zugang zu diesen Tatsachen haben können, sollen, wenn wir davon ausgehen, dass moralische Urteile wahrheitswertfähig sind und auf Tatsachen referieren. Wir werden sie wohl nicht gleichermaßen mit den Sinnen wahrnehmen können wie das Pult. Das heißt, da ist ein gewisser Erklärungsbedarf nötig. Ein drittes Argument, das in eine sehr ähnliche Richtung schlägt, ist, wenn man sich umschaut auf der Welt, sind in unterschiedlichen Kulturen und kulturellen Kreisen sehr viele, sehr unterschiedliche moralische Auffassungen vorhanden, die mit Überzeugung vertreten werden. Wie kann eine moralische Realistin, ein moralischer Realist, der davon ausgeht, dass moralische Urteile mit Tatsachen korrespondieren, die erkannt werden können, wie kann der oder die erklären, dass so viele Menschen auf dieser Welt so viel weniger begabt sind, darin diese Tatsachen zu erkennen als wir? Ein letzter Punkt, der sehr häufig gegen Kognitivistinnen ins Feld geführt wird, ist jener, dass dass Hume die Suppe ein bisschen versalzen hat, wenn wir ehrlich sind. Weil, wenn moralische Urteile Tatsachenurteile sind, ist es fraglich, wie ein solches Urteil Handlungsmotivation bieten soll. Wie also aus einem Seinsurteil ein etwas Normatives, ein Sollensurteil folgen kann. Wie dem auch sei, die Alternative. Non-kognitivistische Theorien oder Wahrheit spielt, also ist zwar wichtig, aber nicht in der Ethik. Auch Non-Kognitivismus ist natürlich ein Sammelbegriff, der viele Theorien zusammenfasst, aber die haben Folgendes gemeinsam, wenn man der Literatur glaubt. Sie bestreiten, dass moralische Urteile kognitiven Gehalt haben. Das heißt, dass sie Überzeugungen zum Ausdruck bringen. Sie würden daher konsequenterweise auch die Rede von moralischen Urteilen ablehnen. Da moralische Sätze keinen kognitiven Gehalt haben, sind sie auch nicht wahrheitswertfähig. Da moralische Sätze nicht wahrheitswertfähig sind und keinen kognitiven Gehalt haben, das heißt keine Überzeugungen zum Ausdruck bringen, ist es auch nicht sinnvoll, von moralischem Wissen zu reden. Ethik kann demgemäß keine wissenschaftliche Disziplin sein. Was spricht für diese Theorie? Für diese Theorie spricht, dass sie metaphysisch sparsam ist. Sie schenkt sich das ganze Gerede über diese absonderlichen Tatsachen und muss auch nicht erklären, wie wir darauf Zugriff haben können. Außerdem kann sie sehr einfach und elegant erklären, wie wir uns den Zusammenhang zwischen dem moralischen Urteil, Katzen zu quälen ist falsch, und unserer Geneigtheit, Katzen nicht zu quälen, erklären kann. Indem nämlich moralische Urteile voluntative Zustände ausdrücken, also Zustände, die schon die Wünsche oder den Willen betreffen. Was spricht allerdings dagegen? Was spricht gegen non-kognitivistische Theorien? Auch hier drei Punkte, nämlich erstens, es würde einen Großteil unserer Diskussionen und unserer Argumentationen und überhaupt unserer Sätze als Scheinsätze charakterisieren, über deren tatsächliche Bedeutung sich die meisten Menschen einfach ständig täuschen. Das ist keine für viele sehr intuitiv einleuchtende Sache und muss zumindest gut argumentiert werden. Was weiters dagegen spricht, ist, dass unsere moralischen Konflikte und Argumentationsbestrebungen durch diese Theorie nicht erklärt werden können. Wenn es sich bei moralischen Sätzen um bloße Scheinbehauptungen handelt, dann können zwei entgegengesetzte Scheinbehauptungen eigentlich keinen Konflikt verursachen. Sie bieten zumindest keinen rationalen Grund dazu. Das besondere Konfliktpotenzial, also das Potenzial, das es möglich macht, dass auf einer wissenschaftlichen Tagung ein Thema wissenschaftlich behandelt wird, beziehungsweise philosophisch behandelt wird und dann mit Babyembryonen aus dem Publikum auf Vortragende geworfen wird, dieses besondere Konfliktpotenzial moralischer Diskussionen kann hier nicht gut erklärt werden.
Drittens widerspricht diese Theorie unserer alltäglichen Praxis, und zwar insofern, sie, also Ethik als Teilgebiet der Philosophie, schon relativ lange an der Wissenschaft implementiert ist. Und ich weiß nicht, ob es das früher schon einmal gegeben hat, aber zumindest zur Zeit ist Ethik in der Wissenschaft extrem in. Es schießen neue Ethiklehrgänge aus dem Boden. Man kann jetzt so gut wie überall auch einen eigenen Ethikmaster machen. In der Schule wird auf einmal ein Unterrichtsfach angeboten, das sich Ethik nennt. In diversen Curricula werden Lehrveranstaltungen zum Thema Ethik eingebettet. Die Behauptung, dass Ethik nicht wissenschaftlich sein soll, geht zumindest nicht gut mit dem zusammen, was gerade in der Akademie passiert. Die Liste an Pro- und Kontra-Argumente für und wider Non-Kognitivismus könnte jetzt noch sehr, sehr viel länger sein. Ich werde mich aber dabei also darauf beschränken. Ich glaube, es ist ohnehin schon lang genug. Die wichtigsten Argumente, die immer wieder ins Feld geführt werden, beziehungsweise die wichtigsten Hinweise, sind, glaube ich, genannt. Was hoffentlich deutlich geworden ist bis hierher, ist, dass es sehr viele unterschiedliche Gründe gibt, die eine oder andere Theorie zu vertreten. Dass es gute Gründe gibt, beide Theorien zu vertreten, dass es aber auch gewichtige Argumente dagegen gibt. Was für uns von Bedeutung ist, sind folgende drei Punkte, auf die sich meines Erachtens die meisten Leute in der Diskussion einigen können, wenn sie sie auch unterschiedlich ausdeuten und wegzuerklären versuchen. Erstens die grammatikalische Struktur, wie gesagt, unserer Sätze und unsere argumentative Praxis spricht für die Annahme, dass moralische Urteile kognitiven Gehalt haben, dass wir sie also zumindest so behandeln sollten, als ob sie Überzeugungen zum Ausdruck brächten. Die Annahme, dass moralische Urteile wahrheitswertfähig sind, also entweder wahr oder falsch, zieht absonderliche und wenig wünschenswerte Konsequenzen mit sich und sollte daher besser vermieden werden. Oder anders gesagt, es gibt zumindest gute Gründe, diese Annahme abzulehnen. Drittens, Ethik soll, wenn möglich, als Wissensgebiet erklärbar sein. Ethik ist gegenwärtig immer bedeutender oder sehr bedeutend in der Wissenschaft. Und auch im Alltag verwenden wir teilweise Konzepte von moralischem Wissen. Nur da sei nur am Rande kurz erwähnt, dass wir relativ häufig dazu neigen, Kinder so zu entschuldigen, dass sie einfach noch nicht wussten, dass das moralisch falsch ist, was sie da getan haben. Beide in der Metaethik vorherrschenden Positionen können allerdings nicht liefern, was wir uns zumindest nach dieser Zusammenstellung scheinbar wünschen, wenn wir die Diskussion der gegenwärtigen Metaethik beobachten. Nämlich eine Theorie, die sagt, ja, moralische Urteile haben kognitiven Gehalt, aber nein, sie sind nicht wahrheitswertfähig und trotzdem kann man von moralischem Wissen sprechen. Wenn man der Darstellung der Metaethik glaubt, dann darf es eine solche Theorie auch nicht geben, weil es keine Schnittmenge, kein Dazwischen zwischen Kognitivismus und Non-Kognitivismus gibt. Wenn wir hier also nicht weiterkommen, wenn wir keine befriedigende Theorie hier in der Metaethik finden, die uns den Stellenwert von Wahrheit so erklärt, dass sie unsere Bedürfnisse dahingehend befriedigen kann, schauen wir uns als eine benachbarte Disziplin an, die heute schon gelegentlich angesprochen worden ist. Das ist nochmal die Zusammenfassung von dem, was der Kognitivismus liefert und was der Non-Kognitivismus liefert und dem, was offenbar wünschenswert wäre. Versuchen wir uns Hilfe zu holen und schauen wir uns an, welche Rolle spielt Wahrheit in der Ethik. Sehr kurz, dieser Einblick. Was ist Erkenntnistheorie? Erkenntnistheorie ist im Großen und Ganzen die Disziplin, die versucht, Fragen derart nachzugehen, was sind die Voraussetzungen für Wissen, was ist Wissen, kann ich so etwas erlangen und wenn ja, wie? Okay, wenn Wissen der zentrale Begriff der Erkenntnistheorie ist, was wird denn unter Wissen verstanden? In einem großen Teil der analytischen Erkenntnistheorie wird Wissen in etwa so definiert, Wissen ist wahre gerechtfertigte Überzeugung.
Was wird jedoch unter Überzeugung verstanden? Was soll unter Überzeugung verstanden werden? Also ich bin überzeugt, dass P, also zum Beispiel, dass wir von den Affen abstammen, wenn ich glaube, dass es wahr ist, dass wir von den Affen abstammen. Das heißt, ich bin dann überzeugt von einem Satz, wenn ich ihn für wahr halte. Das ist kein sehr weiter Schritt von Überzeugung zu Wahrheit. Was ist mit dem nächsten Bestandteil, dem wohl größten Diskussionspunkt der Ethik, der Erkenntnistheorie? Das war ein freudscher Versprecher übrigens. Aber das erkläre ich vielleicht später. Was ist wohl mit dem größten Streitpunkt der Erkenntnistheorie, nämlich der Rechtfertigung, der Frage danach, was Rechtfertigung ist? Da gibt es ein Konvolut an Theorien dazu, was genau Rechtfertigung sein soll, aber im Großen und Ganzen kann man vielleicht sagen, man kann sie in etwa einteilen in internalistische und externalistische Positionen. Internalistische Positionen, oder fangen wir mit den externalistischen an. Externalistische Positionen versuchen die Wissenssituation eher von außen zu betrachten und fragen sich wirklich, was ist Wissen? Rechtfertigung ist ihnen gemäß in etwa das. Jemand ist dann gerechtfertigt, X zu glauben, wenn die Methode, durch die sie darauf gekommen ist, verlässlich ist. Was wird aber unter einer verlässlichen Methode verstanden? Eine Methode, die üblicherweise wahre Überzeugungen produziert. Auch hier der Rückgriff bzw. die Erklärung durch einen Rückgriff auf ein Wahrheitskonzept nicht weit. Die anderen, das ist natürlich ein bisschen grob, aber so bin ich, Internalisten versuchen die Erkenntnissituation eher von innen heraus zu betrachten und fragen sich, wann habe ich so etwas wie Wissen? Rechtfertigung ist in ihren Augen, beziehungsweise die interessante Frage ist, wann bin ich gerechtfertigt, etwas zu glauben? Und die Antwort darauf ist in etwa, wenn ich gute Gründe dafür habe, das zu glauben. Was sind aber gute Gründe? Was ist ein guter Grund? Um mit Kelly zu sprechen, etwas ist ein guter Grund, if it is a reliable guide to truth. Das heißt, auch hier wird an zentraler Stelle auf Wahrheit verwiesen. Und um das, wie soll man sagen, zusammenzufassen, kann man sagen, im Rahmen der analytischen Erkenntnistheorie gibt es sehr viele, die unter Wissen verstehen, ein wahrer, durch eine verlässlich zur Wahrheit führende Weise zustande gekommener und für wahr gehaltener Glaube. Zum letzten Bestandteil, Wahrheit, weil diese gerechtfertigte Überzeugung muss auch noch wahr sein. Was wird verstanden unter Wahrheit? Die meisten Erkenntnistheoretikerinnen gegenwärtiger, meistens englischsprachiger Literatur, vertreten keine eigenständige Wahrheitstheorie, sondern sagen so etwas wie, irgend so etwas wie die Korrespondenztheorie wird schon stimmen. Das heißt, korrespondenztheoretische Definition, ja. Kriterien, keine Ahnung. Es wird meistens keine eigenständige Theorie beziehungsweise sehr selten nur eine explizite Theorie vertreten. Trotzdem bekennen sich heutzutage mehr, als man glauben würde, ganz öffentlich und ohne, dass man sie dazu aufgefordert hat, dazu Realisten und Realistinnen zu sein. Aber selbst wenn das eine Vielzahl von Theoretikerinnen ist, sind es nicht alle. Es gibt die Alternative. Alternative Ansätze, wie sie vor allem heute schon häufiger angeklungen sind, kann man zum Beispiel finden im Skeptizismus. Ich werde das jetzt sehr schnell durchgehen, weil ich das ohnehin nicht erschöpfend behandeln könnte. Schon allein ob meiner Fähigkeiten nicht. Skeptizismus oder Skeptizistinnen gehen davon aus, dass Wissen wahre gerechtfertigte Meinung ist, von mir aus geschenkt, aber wir können so etwas nicht haben. Zumindest können wir uns nie sicher sein, dass wir so etwas haben. Sie werden merken, die Radikalitätsstufe ist eine Steigerung. Relativistinnen gehen davon aus, okay, Wissen ist so was wie wahre gerechtfertigte Überzeugung, aber sie ist immer kontextrelativ. Das heißt, die Wahrheit der Überzeugung ist immer kontextrelativ, beziehungsweise die Rechtfertigung, zumindest die Rechtfertigung, muss immer auf den Kontext bezogen werden.
Außerdem gibt es Theorien, also Teile der pragmatistischen Theorien, die davon ausgehen, dass man gerechtfertigte Behauptbarkeit an die Stelle von Wahrheit setzen kann und Wissen ohne Rückgriff auf Wahrheit verstanden werden kann. Und zudem gibt es eine von Josef Mitterer entwickelte Theorie des Non-Dualismus, die es schafft, mit weder einem Wahrheitskonzept noch irgendeinem Ersatzbegriff auszukommen. Nichts davon wird in der nicht-dualisierenden Redeweise benötigt. Gut, jetzt kommen wir zum Ende. Was hat uns dieser kurze Blick in die Erkenntnistheorie jetzt für unsere Frage gebracht? Für unsere Frage nach der Rolle von Wahrheit in der Ethik, für unsere Frage danach, gibt es eine Theorie, ist es überhaupt möglich, dass eine Theorie diese drei Aspekte, die wir vorher genannt haben, zusammenführen kann? Kann uns dieser Blick in die Erkenntnistheorie hilfreiches Werkzeug liefern? Betrachten wir erneut die Tabelle. Was uns unzufrieden zurückgelassen hat, war eigentlich zweierlei. Einerseits die Unmöglichkeit, diese drei für sich genommen relativ plausiblen Annahmen in einen gemeinsamen theoretischen Rahmen zu bringen, nämlich dass eben moralische Urteile bzw. Sätze kognitiven Gehalt haben und es auch Sinn macht, vom moralischen Wissen zu sprechen und moralische Urteile demnach wahrheitswert, moralische Urteile trotzdem nicht wahrheitswertfähig sind. Was können wir also aus der Erkenntnistheorie, was können wir machen, wenn wir das, was wir in der Erkenntnistheorie jetzt besprochen haben, versuchen darauf umzulegen? Wir haben gesagt, dass die Annahme, dass moralische Urteile kognitiven Gehalt haben, bedeutet, dass sie Überzeugungen zum Ausdruck bringen. Wie wir jetzt im Rahmen der Erkenntnistheorie besprochen haben, kann unter Überzeugung verstanden werden, einen Satz für wahr zu halten, also den Satz, von dem man überzeugt ist. Wie ich zu Beginn gesagt habe, ist, wie soll man sagen, die Ausgangsposition der analytischen Metaethik die Korrespondenztheorie der Wahrheit. Das heißt, wir können übernehmen, dass von etwas überzeugt zu sein, heißt es für wahr zu halten. Und das heißt, dass wenn ich behaupte, dass moralische Urteile einen kognitiven Gehalt haben, also Überzeugungen zum Ausdruck bringen, ich behaupte, dass moralische Urteile, dass ich den Inhalt der moralischen Urteile für wahr halte. Dadurch wird auch relativ deutlich, warum Non-Kognitivistinnen nicht gut sagen können, dass moralische Urteile kognitiven Gehalt ausdrücken. Außerdem können wir aus der Erkenntnistheorie übernehmen, dass wahrheitswertfähig zu sein, da hätten wir wahrscheinlich nicht in die Erkenntnistheorie blicken brauchen dazu, bedeutet, dass moralische Urteile in irgendeinem korrespondenztheoretischen Sinne wahr sein können und der dritte Punkt, dass moralisches Wissen möglich ist, bedeutet, wenn wir uns die Analyse des Wissensbegriffs anschauen, dass es wahre gerechtfertigte Meinungen über Moral gibt. Wahre gerechtfertigte Meinungen über Moral kann es aber nur geben, wenn moralische Urteile wahrheitswertfähig sind. Das heißt, diese Analyse lässt uns schärfer sehen, warum die Behauptung, dass es zwischen Kognitivismus und Non-Kognitivismus keine Mischformen geben kann, in dieser Interpretation sehr treffend ist und ziemlich bestechend. In dieser Interpretation ist an dieser Stelle aber sehr wichtig. Wie wir nämlich, wie ich bemüht habe, zu kurz, aber dennoch zu zeigen, oder zu erwähnen, ist, dass es nicht unbedingt nötig ist, eine erkenntnistheoretische Position zu vertreten, die Wahrheit oder der korrespondenztheoretisch verstandenen Wahrheit einen derart zentralen Stellenwert einräumt. Sie erinnern sich an die zweite Folie mit Skeptizismus, Relativismus, Konstruktivismus, Pragmatismus und Non-Dualismus. Es gibt Theorien, die einem Alternativen zu dieser Deutung bieten. Das heißt, es gibt Alternativen, die
Es gibt in dem Kontext sogar zwei Alternativen, die mir als besonders hilfreich erscheinen. Nämlich einerseits die pragmatistische Alternative, die es erlaubt, einen Wissensbegriff zu entwickeln ohne Rückgriff auf Wahrheit, ohne einen Rückgriff auf Wahrheit machen zu müssen. Und andererseits die non-dualistische, die uns einerseits Argumente für die Möglichkeit eines totalen Verzichts auf Wahrheit und jegliche Ersatzkonzepte liefert und andererseits mit der dualisierenden Redeweise ein Werkzeug in die Hand gibt, eine gemeinsame Analyse und ein einheitliches Verständnis all unserer Behauptungssätze und Wissensansprüche zu liefern. Wenden wir diese beiden Ansätze auf unsere drei Aspekte unserer Tabelle an, dann wirkt die von uns gewünschte Kombination keineswegs mehr unmöglich. Mithilfe non-dualistischer Argumente kann die Wahrheitswertfähigkeit moralischer Urteile bzw. Sätze bestritten werden. Jedoch, und das ist wichtig, nicht im Gegensatz oder im Unterschied zu empirischen oder sonstigen Behauptungssätzen, sondern ebenso wie bei diesen. Davon ausgehend kann ein dem Pragmatismus entlehntes Konzept von Wissen entwickelt werden, das ohne die Voraussetzung einer Wahrheitskonzeption auskommt. In Einklang mit diesen beiden Deutungen kann unter einer Überzeugung ganz einfach eine Beschreibung verstanden werden, die man gegenwärtig anfertigt und zu der man sich anderen gegenüber bekennen würde. Wenn man sich also für Metaethik interessiert und vor die Wahl gestellt wird, Kognitivismus oder Non-Kognitivismus, genauso wie ich Sie vor die Wahl gestellt habe, Kognitivismus oder Non-Kognitivismus, dann handelt es sich eigentlich um eine nicht sonderlich faire Behandlung. Es gibt nämlich zumindest noch eine weitere Klasse von möglichen ethischen Theorien. Solche nämlich, die von Philosophinnen vertreten werden könnten, die kein Wahrheitskonzept voraussetzen. Was das eigentlich Spannende wäre, ist die Frage, wie eine solche Theorie genau ausschauen wird, beziehungsweise wie eine solche Theorie entwickelt werden kann. Doch das wäre das Thema für einen weiteren Vortrag. Vielen Dank.